Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, Michael Kretschmer, zu Gast beim ersten FC Lok auf der altabigen Tribüne. Eigentlich wollten wir telefonieren und nun sind Sie in echt bei uns auf der Tribüne. Wie kommt das? Ich bin in Leipzig gewesen die ganze Zeit heute schon. Wir haben für die tschechischen Freunde Testkits für Corona hergestellt, also das Fraunhofer-Institut ist hier in Leipzig. Und wir haben es jetzt gerade übergeben und da habe ich gedacht, komme ich vorbei. Es ist ein wunderbares Wetter, ein toller Ort hier. Ich weiß, was Sie als Lok Leipzig leisten in der Jugendarbeit und wie Sie sich engagieren. Das finde ich großartig und ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können, auch wenn der Mindestabstand mehr als gewahrt ist heute, damit wir uns hier nicht anstecken. So soll es sein. Das ist eine Sache, die Corona-Krise mit sich bringt. Ich kann mir vorstellen, diese Krise bringt ganz besondere Herausforderungen auch für Sie als Ministerpräsident mit sich. Ja, wir haben halt jetzt ganz andere Aufgaben. Wir haben uns überlegt, wie können wir bei Investitionen im Sport was tun, wie können wir bei der Sicherheit Polizei aufbauen, ländliche Räume, Vernetzung mit den großen Städten. Das war so für dieses Jahr, für diese Legislaturperiode das Thema. Jetzt kommt diese Krankheit und wir müssen reagieren. Wir haben als Deutsche, glaube ich, das besser gemacht als andere. Wir haben die negativen Beispiele gesehen, was passiert, wenn man das unterschätzt. Es gab ja viele, die gesagt haben, ach, ist nur eine Grippe und wird schon weitergehen. Und am Ende sind pro Tag dann hunderte Menschen in Italien oder in New York oder im Elsass gestorben. Wir haben relativ schnell gesagt, stopp. Die Deutschen haben auch mitgemacht, finde ich toll. Und jetzt geht es darum, wie kann man das organisieren? Also der erste Flächenbrand ist ausgetreten. Wir haben jetzt deutlich weniger Zahlen. Wir kommen so von 200 bis 300 jeden Tag Neuinfektionen. Jetzt sind wir bei 20, 30. Das ist sehr wenig. Ist das Ergebnis dieser vergangenen 4 Wochen Stopp und Innehalten. Und jetzt wissen wir, dass wir das nicht über die nächsten Monate so machen können. Wir müssen jetzt wieder anfangen. Die Geschäfte geöffnet. Wir haben die Abschlussklassen zurück in die Schulen geholt und wollen gerne am 4. Mai den nächsten klug überlegten Schritt tun. Ich denke an Friseure, ich denke an Kosmetiker. In diesem Bereich Tierparks, Herr Junold, liegt mir sehr in den Ohren. Das würde ich gerne für ihn machen. Und dann muss man sich eben anschauen, wie die Infektionszahlen sich weiterentwickeln. Wenn sie niedrig bleiben, können wir den nächsten Schritt machen. Und ansonsten müssen wir halt erstmal innehalten. Bleiben wir bei diesen Maßnahmen vielleicht noch für eine Frage. Seit dieser Woche haben die Sächsinnen und Sachsen ein bisschen mehr Verantwortung übertragen bekommen durch diverse Lockerungen. Wie ist Ihr Gefühl, wie ist die Rückmeldung an Sie, wie die Sächsinnen und Sachsen das bis jetzt beherzigen? Großartig. Wir haben ja am Montag dann Mund- und Nasenschutz vorgegeben für öffentlichen Personennahverkehr. Beim Einkaufen wird toll eingehalten. Klar, junge Leute wollen jetzt sich auch treffen. Man sieht sie manchmal auf der Decke sitzen und merkt schon, naja, das Prinzip ist da nicht mehr eingehalten. Denn wir haben ja immer noch eine Kontaktbeschränkung. Das ist auch ganz notwendig, damit diese Übertragungszyklen nicht so durch die Decke gehen. Die Menschen, die in einem Hausstand leben miteinander, die Familie plus eine Person in der Öffentlichkeit. Und das müssen wir auch immer wieder neu betonen und ins Bewusstsein bringen. Weil nur dann kann man auch jetzt noch mehr öffnen. Ne? Wir haben die Geschäfte offen. Mal schauen. Mehr öffnen. Die Lok-Fans fragen sich natürlich, wann wird in diesem Stadion mal wieder Fußball gespielt? Mit Zuschauern idealerweise. Ich denke mal, darauf können Sie jetzt keine belastbare Antwort geben, oder? Nein, also das müssen wir uns in Ruhe anschauen. Der Landessportbund war die Woche da. Sehr umsichtige Menschen. Wir haben jetzt ein Programm gemacht für die Sportvereine, dass wir keinen Sportverein über die Wupper gehen lassen, dass sie Unterstützung bekommen. Auch die größeren wie Lok, dass man sie über die Zeit bringt. Aber es ist halt immer, wenn viele Menschen zusammen über einen längeren Zeitraum und dann ganz eng zusammen sind. Das ist gefährlich. Ne? Mindestabstand 1,50 Meter ist der beste Schutz, den wir derzeit haben. Kann wenig passieren. Aber dann, wenn das jetzt ganz eng ist, über eine längere Zeit, dann wird es gefährlich. Sie haben das schon angesprochen, der sächsische Sport liegt Ihnen am Herzen und Sie haben diese Woche auch auf Initiative der Teamsport Initiative Sachsen einen Kabinettsbeschluss gefasst zur Unterstützung des sächsischen Sports. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, also Lok Leipzig und die anderen, die da mitgemacht haben, haben
das wirklich, wie ich finde, sehr klug ausgearbeitet. Ne? Also für die kleinen Sportvereine bis zu 10.000 Euro, damit niemand zum Insolvenzgericht gehen muss. Für die größeren bis zu 500.000 Euro jetzt Überbrückung. Mhm. Und dann können wir nach hinten raus sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wissen ja auch nicht, ob das jetzt einige wenige Monate sind, ob wir ins nächste Jahr reinkommen möglicherweise. Und dann müssen wir sehen, in 3 Jahren, wie viel von diesen 500.000 Euro, wenn man den Gesamtbetrag ausschöpft, am Ende erlassen wird. Aber wir wissen die Arbeit zu schätzen, die hier bei Ihnen und bei den anderen geleistet wird. Und dann werden wir das gemeinsam besprechen und klären. Es war jetzt eine schnelle Maßnahme und damit haben wir jetzt erstmal ein Instrument und das kann man jetzt zurückgreifen. Auch dank der Hilfe des Freistaates Sachsen, auch dank Ihrer Initiative, haben wir hier auf dem Gelände schon einige Projekte in Angriff nehmen können mit Fördergeldern, Trainingshalle, Kunstrasen. Jetzt geht es an die Tribüne, auch da gibt es Neuigkeiten. Ja, ich war ja vor einem Jahr da und habe gesehen, die Nachwuchsarbeit, die Sie machen, die Fanarbeit, wie Sie sich bemühen, was hier für eine Power, ein Engagement da ist, Traditionsverein. Und wir haben auf dieser Tribüne gesessen und ich verstehe das schon, das ist jetzt was ganz Besonderes. Und das ist auf der anderen Seite aber auch eine große Belastung. Also wenn das wirklich am Ende 4 Millionen Euro kostet, weil es halt unter Denkmalschutz steht, haben wir aber auch die Möglichkeit, weil das Denkmal ist, stärker mit einzugreifen. Die erste Maßnahme ist das Dach für 300.000 Euro und den Rest kriegen wir auch noch gemeinsam hin. Finde ich auch da wieder toll gemacht. Einen Planer gesucht, mit dem man das alles vorbereitet. Jens Lehmann als Bundestagsabgeordneter, der den Kontakt nach Berlin sucht, dass wir dort eine Unterstützung bekommen und dann kriegen wir das schon gemeinsam hin. Als Ministerpräsidenten müssen Sie das große Ganze im Blick behalten. Ja, der Sport ist ja nur ein Teil des sächsischen Lebens. Dennoch würde mich noch interessieren, Sie als Ministerpräsident können jetzt natürlich keinen Lieblingsverein oder so nennen, aber vielleicht können wir kurz noch über Ihre private Beziehung zum Sport, zum sächsischen Sport und zum Sport allgemein sprechen. Wie sieht die aus? Ich habe als Jugendlicher, ich komme aus Görlitz, Feldhockey gespielt. Das war echt eine tolle Zeit, viel Spaß gemacht. Ordentlich viele Verletzungen hat es auch gebracht. Und dann habe ich im Studium, sind wir viel joggen gewesen. Das habe ich nach der Sendung letzte Woche bei Riverboat, nachdem der Kachelmann mich wegen meiner Frisur, nicht Frisur, sondern Figur kritisiert hat, jetzt die letzten Tage häufiger machen müssen, weil meine Frau mich immer vor die Tür getrieben hat. Aber es tut auch gut, die Kinder machen mit. Ja, das ist mein privater Sport und ansonsten, ich finde, das, was wir im Bereich Fußball haben, hier in Sachsen ist großartig, die Traditionsvereine, natürlich auch RB Leipzig. Wir haben Eishockey, also das ist schon auch spektakulär, was da passiert, ich schaffe es gar nicht immer hinzugehen. Wir haben die Niners in Chemnitz, was ganz, ganz Besonderes, Basketball, wie die sich dort alle auch unterhaken und die DSC-Mädels, die wieder gewonnen haben, jetzt Deutsche Meister geworden sind. Toll. Kennen Sie eigentlich unsere Aktion Leute, macht die Bude voll, die wir ja gebraucht haben, um diese Bude zumindest virtuell voll zu bekommen? Ja, und ich würde auch gerne meinen Beitrag dazu leisten, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Weil ich das toll fand. Und das ist eben das, was, glaube ich, Leute, die nicht selber Fan sind, gar nicht so verstehen können. Dass es Leute gibt, denen das so wichtig ist, dass sie sich so engagieren. Aber das trägt das Ganze. Und das ist die Basis für diesen Sport und auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn Sie Ihren Beitrag leisten wollen, bin ich neugierig. Wie hoch wird denn der sein? Ich habe geguckt, wir haben 50 Euro, habe ich mir mitgenommen. Oder der Alvin hat es gerade geholt. Und das ist mein Beitrag und meine Unterstützung für eure Aktion. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Letzte Frage. Wenn hier der Ball rollt und Zuschauer sind wieder erlaubt und wir brauchen keinen Abstand mehr und Lok Leipzig spielt vielleicht dritte Liga und auch dank Ihrer Unterstützung gar nicht mal so schlecht, aufgrund des Budgets, was wir uns dann leisten können, werden Sie dann auch im Stadion mal sein? Ja klar, komme ich gerne. Und am liebsten, wenn die Tribüne fertig ist, weil ich glaube, wenn das am Ende einmal durchsaniert ist, und ich weiß ja, das ist wirklich jetzt auch eine große Last, aber dann ist es ein richtiges Schmuckstück. Und die dritte Liga wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Wir hatten jetzt bei einem Fußballturnier in Dresden, meine Kinder spielen ja auch Fußball,
so einen phänomenalen Moment. Lok Leipzig, Jena, Magdeburg, BSC Dynamo Berlin und dann eben diese kleine Mannschaft aus Dresden. Da hat man sich wirklich gefühlt wie früher DDR-Liga. Nein, also Lok gehört dazu und komme gerne. Okay, und als letzte, jetzt nicht mehr zum Interview direkt gehörende Frage, wir sind ein Wunschkonzert. Welches Lied wünschen Sie sich und warum? Ich finde, in diese Zeit passt von Queen eigentlich ganz gut Don't Stop Me Now. Das gilt für Sie und euch, also Lok Leipzig, das gilt für uns als Sachsen. Und wir lassen uns gar nicht unterkriegen, sondern wir machen weiter. Es ist eine besondere Zeit. Ich glaube, es ist schon eine historische Zeit, an die wir viele, viele Jahre, Jahrzehnte zurückdenken werden. Aber auch da kommen wir durch, wenn wir zusammenhalten. Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, schönen Dank, dass Sie hier waren. Bitte.